Im Rahmen eines partnerschaftlichen Austauschprogramms bekamen die Bürgersender in Niedersachsen vergangenen Monat Besuch aus dem ostafrikanischen Land Tansania. Dort konnten sich in den letzten Jahren auch immer mehr Bürgermedien etablieren, zum Beispiel Radio South. Jedoch nehmen diese dort wesentlich andere Aufgaben wahr als hier. Wir haben viele Bildungssendungen, denn in Tansania, besonders dort, wo wir sind, sind die Menschen kaum gebildet. Sie haben zu wenig Bildung, das kann man sagen. Die meisten von ihnen sind arm und haben kein Geld, um zur Schule zu gehen. Deshalb sagten wir uns, wieso nutzen wir nicht dieses Radio, um mit den Professoren die Leute zu bilden. In unserem Programm sind die meisten von ihnen educative programs. Zwar gibt es in Tansania mehrere Universitäten, wie zum Beispiel die St. Augustine-Universität, durch die Radio South getragen wird, jedoch dominiert Armut das knapp 41 Millionen Einwohner starke Land. Circa 6,2% der Erwachsenen sind mit AIDS infiziert und die Not der Bevölkerung macht sie zu einem leichten Opfer für Ausbeutung und Korruption. Ohne wirklichen Zugang zu schulischer Bildung sind diese Menschen auf die Informationen aus dem Radio angewiesen. Es geht besonders um Menschenrechte, vor allem für Kinder und Frauen. Die meisten von ihnen kennen ihre Rechte nicht. Because as I told you, I think our community, especially I think all Tanzania, I mean all Africa, but especially Tanzania. Wie ich bereits sagte, denke ich, dass unsere Region, ganz Tansania bzw. ganz Afrika, aber besonders Tansania, mehr Bildung braucht, da die meisten Menschen keinen Zugang dazu haben. Wir haben an der Universität zum Beispiel Juraprofessoren und diese erklären dann den Bürgern am Radio ihre Rechte und auch, wie sie praktisch durchsetzen können. Das ist eins der wichtigsten Themen. Needed their rights, so this is one of the most important things. Das Programm von Radio South und anderen tansanischen Bürgermedien wird allzu oft durch den Mangel an finanziellen Möglichkeiten ausgebremst. Nur mit alter und unbeweglicher Technik ausgestattet, haben die Sender oft sehr eingeschränkte Sendegebiete, weshalb es gerade hier in Deutschland viel zu entdecken und lernen gab. Selbst wenn man nicht nur bloß dieses Austauschprogramm betrachtet, sieht man, dass Tansania und Deutschland viele Dinge auszutauschen haben. Ich glaube, dass ihr einen großen Vorsprung in Sachen Equipment habt. Könntet ihr in diesem Bereich weiterhelfen? Das wäre wohl eine der wichtigsten Sachen, damit wir mehr Leute erreichen können. Deshalb hoffe ich, dass wir durch dieses Projekt viel von euch lernen und profitieren können. Das deutsch-tansanische Austauschprogramm wird auch im nächsten Jahr noch weitergeführt. Zum einen, um die Kultur Tansanias kennenzulernen und um zum anderen die Bürgermedien in Tansania weiterzuentwickeln.